Nicht so schüchtern. Hierher. Zappel nicht so rum. Du stehst nicht vor irgendeinem Stück Holz. Du stehst vor einem Totempfahl. Um mich dreht sich hier alles. Okay, es gibt ja noch andere Pfähle, aber ich bin der bedeutendste. Normalerweise stehe ich nicht in einer Vitrine, sondern mitten auf einem Platz. Das ist heute so wie vor 100 Jahren. Wenn eine Familie zeigen will, dass es ihr gut geht, wird ein Hauswappenpfahl aufgestellt. Eine Zeder wird geschlagen, das ganze Dorf schnitzt mit und am Ende steht da ein 25 Meter hoher Pfahl. Ganz unten siehst du einen Frosch. Er zeigt, dass der Winter vorbei ist. Ein Neuanfang. Der Biber darüber packt zu und ist kreativ. Der Rabe ist der größte Gauner in der Tierwelt. Immer heckt er was aus und verwandelt sich. Aber er tut das immer, um den Menschen zu helfen. Wie es überall finster war auf der Welt, hat er das Licht gebracht. Ganz oben siehst du das Wappen der Familie. Ein Wolf. Der steht für Klugheit und Aufmerksamkeit. Wolf und Menschen sind auf der Jagd keine Feinde, sondern Partner. Und jetzt verrate ich dir was. Du kannst mich auch mitnehmen. 200 Decken und ich gehöre dir. Als Souvenir. Ich bringe Glück. Du kannst natürlich auch selbst, beispielsweise in Berlin, dir einen Pfahl machen lassen. Ich könnte mir das so vorstellen. Familie Meyer, Novak oder Yilmaz geben den Auftrag. Als Fundament eine dicke Lautsprecherbox, die Lebensfreude und einen fröhlichen Kiez wie Kreuzberg bedeuten. Ein mächtiger Bär, der für Berlin steht, darüber ein Auto für den Wohlstand und ein Handy für die vielen Freunde. Und ganz obendrauf kommt dann als Wappen die Hauskatze Melli. Sie ist die heimliche Königin der Familie und steht für deren Glück und Unabhängigkeit. Aber ganz ehrlich, du solltest dich natürlich für mich entscheiden. Ich bin aus bestem Agelitstein. Feilschen ist sinnlos. Meine Schnitzer haben mehrere hundert Jahre Erfahrung im Souvenirhandel. Ich bin es wert. Überlege es dir. 200 Decken. Du wirst hier keinen besseren finden.